Romax Highlights, Höhepunkte der Woche. Im Studio Karin Helmstedt. Grüße aus Berlin und sehr schön, dass Sie dabei sind bei unseren Highlights der Woche. Und diese Themen haben wir heute im Programm. Charakterstudien, die eindringlichen Tierporträts von Tim Flack. Funktionskleidung, High-Tech-Mode, entworfen von Jungdesignern. Geschichtsstunde auf Tour im oberen Mittelrheintal. Falls Sie manchmal das Gefühl haben, Ihr Haustier hat auch menschliche Züge oder sogar, dass Ihr Haustier selbst denkt, dass es ein Mensch ist, Sie sind sicherlich nicht allein. Der britische Fotograf Tim Flack hat sich darauf spezialisiert, menschliche Züge im Tier einzufangen. Und ob warm oder kaltblütig, er schafft es tatsächlich, so etwas wie Emotionen herauszukitzeln. Tier und Mensch. Eine komplexe Beziehung. Wo stehen wir als Spezies? Wie grenzen wir uns von Tieren ab? Wie viel Tier steckt in uns? Der britische Fotograf Tim Flack greift all das in seinen Fotografien auf. Seine Models wirken allzu menschlich. Oder scheinen einem Werbeplakat entsprungen. Viele seiner Porträts wurden in den wichtigsten internationalen Zeitschriften publiziert, von National Geographic bis zur New York Times. Ich löse die Tiere meist aus ihrer natürlichen Umgebung heraus, also aus dem Dschungel, aus der Sahara oder wie in diesem Fall aus dem Regenwald. Vor einem neutralen Hintergrund ist die Frage viel stärker: Was bedeutet dieses Tier für dich? Gute Vorbereitung ist alles. Die meisten Aufnahmen macht Tim Flack in seinem Studio in London. Heute stehen zwei Reptilien vor der Kamera. Mark Amy ist ein erfahrener Betreuer für besonders gefährliche Tiere. Er arbeitet seit Jahren mit Tim Flack zusammen. Heute in seinem Gepäck ein Dreihornchamäleon und eine afrikanische Hornviper. Eine hochgiftige Schlange aus der Sahara. Beide Tiere sind schnell gestresst, vor allem die Schlange. Dann greift sie an, sie erstarrt oder schlängelt sich seitwärts. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, denn das ist ihr natürlicher Verteidigungsmechanismus. Danach wird sie zur Ruhe kommen und genau dann bekommen wir das beste Bild. Ein Lichtdubel aus Plastik muss herhalten, um das Set möglichst optimal einzurichten. Wenn du so reinkommst, erschreckt es sich. Chamäleons sind sensibel. Das Tier soll nicht zu sehr strapaziert werden. Tim Flack studiert das natürliche Verhalten des Tieres während eines Testlaufs. Erst dann legt er sich auf eine Einstellung fest. Er macht nur wenige Bilder, sucht nach dem einen besonderen Moment. Man muss sich darauf einlassen, dass man nicht genau weiß, was passieren wird und reagieren muss. Dieser kreative Prozess ist das Wesentliche. Man kann ein Set für ein Tier vorbereiten und eine bestimmte Vorstellung von dem Bild haben, das man machen will. Aber die Gefahr ist, dass man zu sehr an dieser Idee festhält. Man muss den Dingen den Raum geben, sich zu offenbaren. Evolution heißt Tim Flacks letztes Buch. Es fasst die Höhepunkte seines Schaffens zusammen und verdichtet sie zu einer Entwicklungsgeschichte von den Lebensformen im Wasser bis zu den Menschenaffen. Tim Flack hatte bereits verschiedene Einzelausstellungen. Auch zwei britische Briefmarken durfte er mit seinen Hundefotografien gestalten. Daneben arbeitet er auch für große Werbekampagnen. Tim Flack hat Kommunikationsdesign studiert, bevor er sich der Kunst und der Fotografie zuwandte. Ich spiele bei meinen Bildern viel mit Ikonografien und beziehe mich auf Kunstwerke oder nutze kulturelle Referenzen, die ich in Beziehung zu meinen Motiven stelle. Vier Bildbände mit Tim Flacks Werken sind bereits erschienen. Darunter Monografien zu Pferden und Hunden. Seine Fledermäuse fast unheimlich menschlich. Tim Flacks Fotos zeigen aber auch, wie Menschen Tiere formen und manipulieren.
Meine Bilder sollen eine Art visueller Beitrag zu aktuellen Debatten um Tiere und Menschen sein. Wie wir mit Tieren im vom Menschen dominierten Raum umgehen, ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Das umfasst das Rätsel unseres eigenen Erfolges als Spezies und die Frage, was wir damit machen. Tim Fleck will verschiedene Ebenen im Bild finden. Das gilt nicht nur für die Schlange, deren Schuppenkleid durch die Nachbearbeitung noch urwüchsiger wirkt. Seine Bilder lassen uns mitfühlen mit Tieren und offenbaren das Tier in uns. Heutzutage soll Mode nicht nur gut aussehen, sondern auch etwas können. Und deswegen versuchen viele Firmen und Designer, Mode und High-Tech miteinander verschmelzen zu lassen. Der Niederländer Borre Akkersdijk hat sich auf solche smarte Kleidung spezialisiert und versucht damit, die Wünsche der Digital Natives nachzukommen. Dieser Overall ist online. Der Träger ein lebender Wi-Fi-Hotspot. Was nach Science-Fiction klingt, ist im Amsterdamer Atelier des Jungdesigners Borre Akkersdijk längst Realität. Die Idee für seinen BB-Suit, einen Hightech-Anzug, hatte der Niederländer bei einem Musikfestival. Eine Sache, die man auf einem Festival immer braucht, ist Internet. Also haben wir gesagt, da muss Wi-Fi rein. Alle reden von tragbarer Technologie, aber so richtig sehe ich das noch nicht. Ich wollte aber wirklich, dass das Wi-Fi tragbar ist und habe gesagt, dann machen wir einen Overall. Ich bin schließlich Designer. Und da dachte ich, ja, wir machen den großen Jumpsuit, der fällt auf und dann kann man den Leuten das Konzept erklären. Hier stehe ich in der Wi-Fi-Zone des Overalls und da können wir uns jetzt einloggen. Und schon wird das Kleidungsstück zum Internetprovider. Jeder um ihn herum hat automatisch Empfang. Und der Träger selbst ist dank GPS jederzeit auffindbar. Ein gewagtes Konzept und typisch für Borre Akkersdijks Entwürfe. Schon mit seiner ersten Kollektion schafft er es 2011 auf die Fashion Week in Paris. Einige der Stücke entwarf er bereits 2009 für seine Abschlusskollektion an der renommierten Design Academy Eindhoven. Seit 2010 hat er sein eigenes Label. Kooperationen mit großen Marken wie Nike oder Louis Vuitton geben ihm für seine eigenen Entwürfe den nötigen finanziellen Spielraum. Akkersdijk ist ein Visionär. Er liefert die Ideen und den Schnitt. Für die technische Umsetzung holt er sich bei Bedarf Fachleute wie den niederländischen Forscher Martin ten Boehmer. Hier haben wir die einzelnen Komponenten, den Chip für das Wi-Fi, die Batterie, damit das Ganze auch läuft, und den Kupferfaden. Das alles ist direkt in die Textur eingearbeitet. Wir benutzen einen Kupferfaden, der ummantelt ist, damit wir im Stoff keinen Kurzschluss kriegen. Technik und Textilien zusammenzubringen, darin liegt für Borre Akkersdijk die Faszination. Dieses selbstproduzierte Kunstvideo soll seine Leidenschaft für die Technik visualisieren. Mit seinen futuristischen Entwürfen steht der Niederländer nicht allein. Eine wachsende Zahl von Modeschöpfern integriert Hightech in ihre Arbeit. Intelligente Mode, dafür steht auch dieses Solarkleid. Entworfen hat es die Niederländerin Pauline van Dongen. Das Kleid produziert Strom, mit dem man beispielsweise sein Smartphone aufladen kann. Die Leute sind gewöhnt daran, diese Solarzellen auf Häusern zu sehen. Aber die Technik ist schon so weit fortgeschritten, dass wir inzwischen in der Lage sind, diese dünnen Formen in Kleidung einzuweben. Letztlich ist es mein Ziel, den Leuten zu zeigen, dass sie damit einerseits mobil sind und andererseits sehr schick aussehen können. Auch dieser Lederhut des britischen Labels The Unseen besitzt ein Eigenleben. Er wechselt die Farbe, wenn sein Träger eine zündende Idee hat. Möglich machen das eine Spezialtinte und tausende Mineralsteine. Sie können Wärme aufnehmen, die über die Kopfhaut freigesetzt wird, und zwar immer dort, wo das Gehirn besonders aktiv ist. Eine der Ideengeber, Lauren Boker. Die Londonerin nutzt die Effekte chemischer und biologischer Reaktionen, um Kleidungsstücken eine ganz neue Ästhetik zu geben.
Wir selbst bezeichnen uns nicht als Wearable Technology Marke. Wir sind natürlich froh, dass Wearable Technology gerade so gehypt wird, weil wir dadurch eine Plattform für unsere Materialien haben. Aber eigentlich wollen wir für Menschen Dinge entwickeln, die sie zum Nachdenken anregen. Egal aus welchen Motiven. Intelligente Mode zu entwickeln, ist eine knifflige Angelegenheit. Die größte Herausforderung ist wirklich, neben der Maschine zu stehen, und dann muss der Kupferfaden da rein, und dann dreht er sich und bricht. Und dafür muss man dann eine Lösung finden. Jetzt ist der Overall zwar fertig, aber kann man ihn waschen? Nein. Alltagstauglich ist der Anzug von Borre Akastaik also noch nicht. Doch das ist für ihn gar nicht entscheidend. Wir wollen gar nicht, dass jeder in unserem Overall rumläuft. Das ist absolut nicht die Idee. Unser Ziel für die Zukunft ist eher, dass wir eine neue Plattform schaffen und sehen können, wie weit wir damit gehen können, Technik tragbar zu machen. Also weg vom Schirm und hin zum Körper. Mit dem Hightech Overall ist ein erster Schritt in diese Richtung gelungen. Nie ist es so einfach gewesen, seinen eigenen Song aufzunehmen und zu produzieren. Dank digitaler Technologien kann man alles ganz bequem zu Hause alleine machen und gänzlich auf Aufnahmestudios und Labels verzichten. Und jetzt gibt es eine App, die noch einen Schritt weiter geht und Hobbymusiker mit großen Stars zusammenbringt. Und sie funktioniert praktisch wie ein Online-Musikstudio für alle. Und Rolling Stones-Gitarrist Ron Wood erklärt uns, wie es geht. Work at a filling station. You need the money. Use whatever you want. Spielt, was immer ihr wollt. Ihr könnt japanische Trommeln oder Glocken nehmen, das Spülbecken in der Küche oder eine alte Teekiste. Nehmt, was ihr wollt. Haut drauf, spielt Saxophon, was ihr wollt. Anything you want. Work at a filling station. Jeder Musiker kann zu Ron Woods Video bei Whole World Band sein eigenes hinzufügen. Aus den einzelnen Clips wird ein musikalisches Mosaik. Er nutzt Whole World Band regelmäßig, Simi Crowns aus Dublin. Neben dem iPad braucht der irisch-nigerianische Rapper nur ein Mikrofon. Es gibt mehrere Möglichkeiten, in der App nach Songs zu suchen. Man kann nach Genre, Bandnamen oder C-Track suchen. Ein C-Track ist der Clip, den ein Musiker als Grundlage für die anderen in der Session liefert. Simi Crowns sucht sich einen C-Track aus und fügt seinen Rap hinzu. Die Idee zu Whole World Band hatte der britische Musiker Kevin Godley. Zusammen mit einer irischen Firma hat er die App im November 2013 auf den Markt gebracht. Ich wollte ein audiovisuelles und weltweites Aufnahmestudio erschaffen, in dem jeder mit jedem, egal wo, relativ einfach zusammen Musik aufnehmen kann. Die Technik dahinter nenne ich ein bisschen prätentiös Digilog, denn wir nutzen digitale Mittel, um ein eigentlich analoges Erlebnis zu erreichen. Ein Aufnahmestudio, das von zu Hause aus per Touchscreen bedient werden kann. Unter den Nutzern sind auch berühmte Musiker. Neben Ron Wood ist auch Schlagzeuger Stuart Copeland von der ehemaligen britischen Band The Police dabei. Und der britische Singer-Songwriter Passenger. Für die Stars hat Whole World Band einen besonderen Reiz. Es hat auch etwas von einem Spiel, einem Wettbewerb. Kann jemand da draußen mit meiner Musik etwas machen, mit dem ich nicht rechne? Und wenn ja, kann ich damit etwas anfangen? Das wollen auch die traditionellen Kodo-Trommler aus Japan wissen. Auf ihrer Europa-Tour machen sie Halt in der irischen Hauptstadt Dublin und nehmen mit Kevin Godley einen neuen C-Track auf. Sie erhoffen sich Beiträge von Musikern anderer Genres. Der Name Whole World Band sagt alles. Mit diesem Programm können wir mit Menschen auf der ganzen Welt in einen musikalischen Dialog treten. Wir spielen zusammen und erschaffen dabei ganz neue Musik. Das ist aufregend. Jeder, der mit Kodo musizieren will, zahlt dafür. Den Preis legen die Musiker fest. Zwischen 90 Cent und 6 Euro.
Wenn die Band mit den Beiträgen anderer später einen Song veröffentlichen sollte, dann bekommen alle Beteiligten ein Honorar gezahlt. Wir haben damit dem Teilen im Internet wohl zum ersten Mal eine finanzielle Dimension gegeben. Und wir machen etwas zugänglich, das bisher sehr verschlossen und exklusiv war. Und für das sich Musiker monatelang in ein Studio einschließen mussten. Simi Crowns hat bisher mit seinen Beiträgen noch kein Geld verdient. Für ihn steht beim Musikmachen etwas anderes im Vordergrund. Der Spaß und der musikalische Austausch. Und das funktioniert digital genau wie analog. Don't need a full moon to bring the animal out. Don't need a full moon to bring the animal out. Don't need a full moon to bring the animal out. This ain't mechanical styles, intuition is wild, be intuitive and fluid like a fantasy bout. Ich denke, da entsteht keine Konkurrenz. Echte Live-Sessions, bei denen Menschen an einem Ort zusammenkommen und Musik machen, und die Aufnahmen im virtuellen Raum, das ergänzt sich. Also wird keine Art, Musik zu machen, die andere ersetzen. Beides passt doch super zusammen. Aufnehmen mit den ganz Großen. Oder vielleicht mit den Stars von morgen. In der digitalen Welt ist das möglich. Stomp on the floor till we bring it down. Keep doing that till the clock goes round and round. Die ganze Welt dreht sich und heutzutage haben nicht wenige den Eindruck, sie nimmt dabei immer mehr Tempo auf. So, ein junger Student aus dem Norden Deutschlands hat sich einen Kopf gemacht und er hat ihn tatsächlich gemacht. Einen Helm, der dafür sorgt, dass die Welt vielleicht nicht stillsteht, aber immerhin entschleunigt wird. Das Leben wird immer schneller. Viele Menschen sind unentwegt online. Sie kommunizieren über Smartphones und soziale Netzwerke. Sie essen im Vorbeigehen. Ihre oberste Devise lautet Geschwindigkeit. Lorenz Potthast will das Leben wieder verlangsamen. Dazu hat der Student aus der norddeutschen Stadt Bremen etwas Besonderes erfunden. Einen Entschleunigerhelm. An dessen Außenseite befindet sich ein Bildschirm und eine Kamera. Die Kamera sendet ihre Bilder an einen Computer im Inneren. Der Computer verlangsamt die Bilder und schickt sie weiter an eine Videobrille. Durch diese Brille sieht der Helmträger seine Umwelt plötzlich in Zeitlupe. Man hat also eine Zeitlupe fürs echte Leben. Das Ganze ist entstanden in einem Kurs bei mir an der Hochschule für Künste hier in Bremen, wo es darum ging, interaktive Konzepte zu entwickeln, um mit unserer schnelllebigen, hektischen Gesellschaft klarzukommen. Lorenz Potthast möchte anderen Menschen ein neues Gefühl für Zeit vermitteln. Relativ schwer ist. Und ich winke jetzt nochmal und mache mal ein paar interessante Zeitlupensachen. Zum Beispiel springen. Ich weiß nicht, was jetzt bei dir von ankommt. Und du kannst mal erzählen, wie sich das so anfühlt. Ach, hier bin ich? Ja, es fühlt sich echt heftig an, weil es so richtig langsam ist. Ja. Also man dreht sich und irgendwie dreht man sich nicht und das ist ein bisschen verwirrend. Aber es ist echt cool. 2012 stellte Lorenz Potthast dieses englischsprachige Erklärvideo ins Netz. Das sahen mehr als 300.000 User. Plötzlich interessierten sich Technikblogs und Printmagazine aus aller Welt für sein Kunstprojekt. Anfangs war es so, dass ich sehr viele Anfragen von Webseiten bekommen habe, später noch von Zeitschriften, die quasi Berichte zu dem Thema gemacht haben oder Interviews mit mir geführt haben. Dann wurde ich zu einigen Veranstaltungen eingeladen. Das waren Medienkunstfestivals, Messen, Wirtschaftsmessen und war dann schließlich auch in New York mit dem Helm und habe da einen schönen Preis gewonnen. Der Wunsch, die Zeit zu beherrschen, beschäftigt die Menschheit. Viele Filme greifen das auf. Das bekannteste Beispiel, die Matrix-Trilogie. Auch in Computerspielen wie Max Payne 3 werden Zeitlupen gezielt eingesetzt. Solche Effekte wollte Lorenz Potthast in die Realität übertragen. Der Bremer Designstudent tüftelte insgesamt 4 Monate lang an seinem Entschleunigerhelm. Für die ersten Experimente und Prototypen mit dem Helm habe ich mir einfach einen Fahrradhelm aufgesetzt und dann einen Laptop draufgeschnallt und bin damit rumgelaufen. Und das hat auch vom Prinzip her schon ganz gut funktioniert, aber ich habe dann überlegt, dass ich gerne die eigentliche Funktion verstecken würde oder zumindest unsichtbar machen würde. Als Schutz vor Regen und neugierigen Blicken dient eine Schwimmkugel für Gartenteiche. Die fand er im Internet. Alltagstauglich ist die Erfindung sicher nicht. Bewegen sollte man sich nicht damit, denn wer den Helm trägt, verliert die räumliche Orientierung.
Das Konzept Entschleunigung kommt nicht bei allen Passanten an. Manchmal habe ich das Gefühl, dass einfach zu viel passiert. Habe aber auch das Gefühl, dass andere Leute das brauchen und ich das auch manchmal brauche, dass immer was passiert. Und glaube, dass ja, Entschleunigung ein sehr individuelles Konzept ist. Nach wie vor bekommt Lorenz Potthast online viele Anfragen zu seinem Helm. Für ihn hat sich die Welt nicht entschleunigt. Sie ist schneller geworden. Und wir machen unseren letzten Halt dort, wo ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Das sind Zeilen natürlich vom berühmten Loreleit-Lied von Heinrich Heine. Der Dichter war, wie so viele, vom Märchenland im oberen Mittelrheintal inspiriert. Und das ist die Region mit der höchsten Burgendichte Europas und seit 2002 UNESCO-Welterbe. Mit den ersten Dampfschiffen kamen die Touristen. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts und funktioniert heute wie gestern. Das Mittelrheintal gilt als eines der frühesten Beispiele für Massentourismus in Europa. Die Drosselgasse in Rüdesheim ist bis heute fester Programmpunkt jeder Rheinreise. Ganze Flotten von Ausflugsschiffen stehen hier bereit. Dieses Boot fährt flussabwärts bis nach St. Goar. Vorbei an mittelalterlichen Burgen. 40 sollen es sein. Sie sind die Hauptattraktion im oberen Mittelrheintal, neben der Landschaft. Bilderbuchstädtchen säumen die Ufer. Zu ihren Füßen der Rhein, im Rücken die Weinberge. Darunter Bacharach, im Mittelalter ein wichtiger Umschlagsplatz für Wein. Wer damals den Fluss für den Handel nutzen wollte, musste zahlen. Viele der Burgen am Rhein waren Zollstationen und machten ihre Fürsten reich. Die Schönburg in Oberwesel. Auch wer heute Burgherr ist, muss eine gute Geschäftsidee haben. 1957 haben meine Großeltern von der Stadt das Ganze gepachtet, auf Erbpacht 90 Jahre, mit einem kleinen Kiosk angefangen, das sich über die Jahre dann von einem Kiosk her zu einer ganz schönen Burg mit Hotel und Restaurant ausgearbeitet hat. Meine Eltern haben es 1982 übernommen mit 14 Zimmern, was dann weiter ausgebaut worden ist zu jetzt 22 Zimmern. Wie die Schönburg sind viele Burgen heute Hotels. Romantik gehört hier zum Konzept. Mittelalterliches Flair mit dem Komfort der Moderne. Dazu der Blick auf den Rhein. Wir nähern uns der engsten Stelle des Flusses, dem berühmten Loreleifelsen bei St. Goarshausen. Strudel und Felsriffe ließen hier früher Schiffe stranden. 132 Meter überragt die Lorelei den Fluss. Heute genießen Touristen die Aussicht auf den gezähmten Rhein. Die Landschaft faszinierte bereits die Künstler des 19. Jahrhunderts. Als Rheinromantiker wurden sie berühmt und mit ihnen das Mittelrheintal. In St. Goar ist der Maler Armin Thomas auf Motivsuche. Er weiß, was den Rhein zu einem Sehnsuchtsort werden ließ. Der Begriff Rheinromantik bezieht sich eben auf eine bestimmte Art der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Also Romantik meint die Sehnsucht des Menschen nach einer Verbindung von Natur und Kultur. Und im Rheinbereich, insbesondere hier im Mittelrheintal, war das natürlich idealerweise gegeben. Verbindung von mittelalterlicher Kultur und Natur. Seit 2002 gehört das obere Mittelrheintal zum Welterbe der UNESCO. Wie die Burgen gehören auch die steilen Weinberge zum Landschaftsbild. Wer genau hinsieht, entdeckt, dass in vielen Weinbergen Büsche wuchern. Die Jungwinzer Thomas und Martin Philips wollen etwas dagegen tun. Seit einigen Jahren bearbeiten sie brachliegende Steilhänge bei St. Goar. Wenn man hier in so einer Landschaft lebt und immer schon mitten in Weinbergen gearbeitet hat, ja, dann will man auch, dass das erhalten bleibt. Wir Winzer sind ja auch so ein bisschen so Landschaftsschützer. Und das Ganze hat uns dann auch motiviert, wie wir festgestellt haben, Mensch, hier in St. Goar, diese tollen Lagen, die
mineralischen, kräftigen Rieslinge. Das hat uns motiviert, diese Flächen auch zu rekultivieren, also neu anzupflanzen. Zum Weingut gehört eine Winzerschenke. Das hat Tradition in der Gegend. Das Schiff kehrt um nach Rüdesheim. 2 Stunden geht es nun volle Kraft voraus, diesmal gegen den Strom. Zeit, noch einmal die Landschaft an sich vorüberziehen zu lassen. Und mit diesen schönen Bildern sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und bye bye.